So, und hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Souls News. Heute mit dem Preis, dem Release-Datum der PS5 und dem ersten Gameplay-Trailer zu Demon's Souls. Und noch ein bisschen mehr Infos. Naja, die PS5, ihr Release-Datum wurde veröffentlicht und das ist der 12. November. In den USA, Japan, Kanada, Mexiko, Australien, Neuseeland und Südkorea. Ziemlich genau eine Woche später, also am 19. November, dann im Rest der Welt. Bisschen seltsam finde ich das schon, dass man das eine ganze Woche Unterschied, aber mein Gott, was geht's mich an? Ja, und dann noch zum Preis. Und zwar, ihr seht es hier auch gerade auf dem Screen, für die mit Laufwerk zahlt ihr 499,99 € und für die ohne Laufwerk 399,99 €. Das sind jetzt nur 100 € Unterschied und kann man auch nicht mit der Xbox S, halt mit diesem S-Ding, mit dem Slim-Modell, das ausschaut wie dieser Lautsprecher vom McDonald's Drive-In, kann man damit nicht vergleichen, denn die ohne Laufwerk, die PS5, wurde extra deutlich gesagt, ist nicht abgespeckt in keinster Weise, sie hat halt einfach nur kein Laufwerk, deswegen zahlt man da auch einfach ein bisschen mehr. Im Vergleich dazu, diese Slim Xbox, die neue, die ist ja nicht so leistungsfähig wie die Standard Xbox Series X. Ich glaube, das war richtig. Ja. Und dann kommen wir noch gleich zum Demon's Souls Trailer, also beziehungsweise zum Gameplay Trailer. Dazu möchte ich noch etwas sagen. Es kann sein, dass es tatsächlich nur ein Fehler war, aber im ersten Trailer war am Ende die Rede davon, dass es auch auf PC erscheint. Das wäre natürlich marketingtechnisch ein ziemlicher Genickbruch gewesen, wenn man eine neue Konsole bewerben will und mit Exklusivtiteln, gerade mit so einem starken Zugpferd, das bewerben will. Ja, ne, könnt ihr euch vorstellen. Aber ich will jetzt auch keine Hoffnung schüren. Es kann sein, dass es tatsächlich nur ein Fehler war, aber angeblich könnte es sein, dass Demon's Souls dann auch noch auf PC kommt. Nun gut, so viel von mir. Ihr wisst den Preis, ihr wisst das Release-Datum. Jetzt noch der Gameplay-Trailer zu Demon's Souls. Ich bin nochmal raus und wir sehen uns dann vielleicht zu einer weiteren Souls-News irgendwann. Soul of the lost withdrawn from its vessel. Let strength be granted so the world might be mended. Soul of the lost withdrawn from its vessel. Let strength be granted so the world might be mended. So the world might be mended. Hey.
PlayStation.